Liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen diese rechtsextremen Netzwerke zerschlagen, sagte der Kretschmer neulich im Landtag, lässt sich dafür ganz groß beklatschen. Aber real macht er nichts. Wie will Kretschmer denn eigentlich die rechtsextremen Netzwerke in Sachsen zerschlagen, wenn sie letztlich bis in die Nähe seiner eigenen Partei reichen? Und wie will er die AfD bekämpfen, wenn er immer wieder deren Vokabular und Spins, ich sag mal nur Messerstechereien, übernimmt? Und beim Klimaschutz spielt er jetzt plötzlich den Aufgeschlossenen, will als CDU-Spitzenkandidat eine Klimakonferenz mit Jugendlichen machen. Dabei haben er und seine Fraktion jahrelang Energiewende und Klimaschutz als Ideologie diffamiert. Noch im Dezember hat er im Landtag Lügengeschichten über das Pariser Klimaabkommen erzählt. Dieser Mann ist vor allem Chamäleon, wechselt ständig die Haltung und muss eigentlich eher fragen, hat der Kretschmer überhaupt eine Haltung? Ich finde das schlicht unerträglich. Und dann schwadroniert vor allem diese CDU ununterbrochen vom starken Staat, völlig verengt auf die Polizei. Die wollen, dass das gerade verabschiedete Polizeigesetz, mehr Überwachung, Militarisierung, Kompetenzerweiterung für die Polizei, das alles bringt nicht mehr Sicherheit, das bedroht unsere Freiheit und die Bürgerrechte. Aber dort, wo es darum geht, dass der Staat für die Menschen da ist, soziale Infrastruktur, Hebammen und Ärzte in der Region, öffentlichen Verkehr, Schulen, da ducken die sich weg. Und da schiebt die CDU die Verantwortung von der Landesebene auf Kreise und Kommunen, aber denen fehlt das Geld, etwa um wirksame Kontrollen durchzuführen von Waffenbesitzern und Giftmülltransporten und Transport mit eingepferchten Schlachttieren oder verdorbenen Lebensmitteln. Und damit will ich mich nicht abfinden. Wir Grüne müssen daran arbeiten, dass dieses Schwadronieren vom starken Staat ein Ende hat und dafür sorgen, dass in Sachsen der Rechts- und Sozialstaat wieder funktioniert und dass den Bürgerinnen und Bürgern auf Augenhöhe begegnet wird. Warum trete ich an? Ich will mich nicht damit abfinden, dass sich Montag für Montag bei Pegida Hetzer aus dem ganzen Land in der Dresdner Innenstadt versammeln, andere Menschen bepöbeln und nur Hass und Gewalt säen. Ich werde mich auch nicht damit abfinden, dass es dort einen Stand von Holocaust-Leugnern gibt und die Versammlungsbehörde Dresden und die Polizei die Augen verschließen. Ich möchte, dass wir da als Stadtrat und Landtag da noch mal aktiv werden, liebe Freundinnen und Freunde. Wir versuchen als Initiativen und Einzelpersonen in Dresden jedes Mal montags ebenso präsent zu sein und klarzumachen, dass wir für ein offenes Dresden stehen. Und das inzwischen seit über 4 Jahren fast jeden Montag. Ich lasse mir auch nicht einreden, wenn ich das mal an dieser Stelle betonen darf, nach inzwischen über 36 Jahren Parteimitgliedschaft, dass diese Mahnwachen gegenüber grüner Gremienarbeit weniger wichtig seien. Weil ich es manchmal auch im Urlaub nicht lassen kann, bin ich im Oktober letzten Jahres nach München gefahren. Ich habe eine Woche den zentralen Wahlkampf-Endspurt unserer bayerischen Freunde unterstützt, dabei auch manches mithelfen können. Nur gleich auch erkannt, auch einen schwarzen Freistaat können wir zum Ergrünen bringen. Ich engagiere mich vor allem deshalb auch außerhalb der Partei, weil ich weiß, für den Erfolg im Landtag brauchen wir auch Bewegung und Rückenwind von außerhalb und auch außerhalb der Partei. Wie oft hat zum Beispiel die jetzige Fraktion etwa zum Klimaschutz Gesetzentwürfe eingebracht, Anträge gestellt, kleine und große Anfragen eingereicht, Klimaschutz zum Thema einer aktuellen Debatte gemacht. Über lange Zeit hat die Presse leider wenig über die Klimakrise und unsere Initiativen berichtet. Und die CDU hat mit ihrer Arroganz alles niedergestimmt. Die setzen sich nicht mal mit unseren Argumenten auseinander, tun diese nur als Ideologie ab. Und die sind sich auch noch nicht zu blöde, gerade jetzt am Donnerstag, vorgestern, einen Klimaleugner ans Mikrofon zu schicken. Im Januar waren dann schon einige hundert Leute in Dresden vor dem Landtag zu einer ersten Fridays for Future-Demo und haben sich auch nicht von den Repressalien der sächsischen Polizei abschrecken lassen. Im Februar kamen dann schon mehr, waren auch unsere Freunde von der Banda Internationale dabei und unterstützten die Stimmung. Aber auch da haben noch die Hinterbänkler der CDU-Fraktion gelästert. Aber ich möchte euch mal um eines bitten. Schaut euch mal, ich habe das auf meiner Facebook-Seite und auch bei YouTube reingestellt, schaut euch mal bitte den Zug der 5000 Demonstrierenden an am 15. März, wie die mit Entschlossenheit
Freude und Zuversicht über die Dresdner Carola-Brücke direkt an Kretschmers Staatskanzlei vorbeiziehen. Jetzt kann diese Koalition uns nicht mehr ignorieren. Diese Jugendlichen, die werden zum Großteil noch nicht am 1. September wählen können, aber spätestens 2024. Und dann werden sie die 2019 gewählte Regierung zur Rechenschaft ziehen. Wenn sie beharrlich dranbleiben und sich nicht von Blendern wie dem Kretschmer einwickeln lassen, wenn es uns gelingt, diesen engagierten jungen Leuten mit Respekt zu begegnen, und wenn wir im Landtag unsere Hausaufgaben machen, dann können wir dieses Sachsen rocken. Und dann können wir das Grün in der sächsischen Landesflagge endlich, endlich mit Inhalt und Leben erfüllen. Und daran möchte ich mit meinen Fähigkeiten, mit meinem Engagement und meiner Entschlossenheit mitwirken. Ich will die Landtagsarbeit noch stärker verbinden mit engagierten Gruppen von außerhalb. Ich will daran arbeiten, dass wir Zivilgesellschaft stärken in den Gemeinden, in den Stadtteilen, dass wir Menschen ermutigen und ermächtigen, sich für ihre und ihr Gemeinwohlinteressen einzusetzen. Ich bin jetzt, wie gesagt, seit über 36 Jahren in der Partei, zuerst in einer badischen Kleinstadt, woher ich dann auch die Probleme des ländlichen Raums kenne, dann aber seit über 22 Jahren auch in Sachsen. Lange Zeit habe ich mich meist im Hintergrund engagiert, in der Uni, in der Partei, in der Stiftung und jetzt als Mitarbeiter der Fraktion. Aber auch nach dieser langen Zeit juckt es mich mehr als früher. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns den dunklen Mief in diesem Land mit viel frischer Luft und Sonne vertreiben. Lasst uns mit Initiative, mit Kreativität und Engagement für einen Sachsen kämpfen, in dem die Menschen in Freiheit, ohne Angst verschieden sein können und in gegenseitigem Respekt das eigene Leben leben. Ich bitte euch um euer Vertrauen und eure Unterstützung. Danke. Applaus